wo die Kerle ihre Beute lagern. Bekomme ich dann meinen Gehstock zurück? In Ordnung. Okay, du gehst einfach dort drüben in das Waldstück im Westen. Dort findest du eine Schlucht im Fels. In der Höhle dort solltest du eigentlich etwas finden. Im Westen, das ist da oben, oder? Ja. Reichlich nutzlos. Und erstmal wieder speichern, damit ich auch sicher in die Stadt noch komme. Und nicht unterwegs noch von irgendwas gemetzelt werde. Zum Beispiel von diesem Wolf. Nee. Warum ist denn die Performance heute so richtig grauenhaft? Spiel, fang dich mal. Warum auch immer. Oh, da ist noch ein Suchender. Sie sollten mal lieber Finder rausschicken, keine Suchenden. Oh Gott. Weil einfach nur suchen ist doch kacke. Ja, wie hat der mich jetzt gesehen? Ach, scheiße. Er hat mich auf jeden Fall gesehen. Aber die sprechen mich gar nicht mehr an. Die wollen gar nicht mit mir reden. Na, wenn dem so ist, wenn ich nicht mehr mit denen reden muss, dann... Ja, schieß um die Kurve. Mit seinem Aimbot hier und seinem zielsuchenden Feuer geschossen hier. Ich komme an dem Pennen nicht vorbei, ich könnte was gegen... Ja. Kann ich hier runter, ohne zu sterben? Also, wenn... Danke, komm. Danke. Ja, easy. Waren da hinten die Snapper haben wir schon gekillt, oder? Habe ich die Snapper schon gekillt? Weil Snapper gehen doch recht einfach. Nee, habe ich noch nicht. Also inzwischen, für mich. Inzwischen kann man die killen, oder? Warte mal, ist das einer, der respawned ist, oder seid ihr mehrere? Ja, ihr seid mehrere. Ihr seid mehrere und ihr bewacht eine wertvolle Heilpflanze. Die brauche ich definitiv beim Endkampf. Das ist entscheidend. Das ist kampfentscheidend. Das ist es. Ohne die, puh, geht's einfach nicht. Ja, da sind die Stadtwachen. Den blute ich jetzt irgendwie Tor voll. Wie sieht's aus? Hör mal, du hast jetzt Zugang, wenn du dich nicht... Weiter. Okay. Danke für die Gespräche, die waren sehr nützlich und aufschlussreich. Da ist Diego. Nein, ich... Da bist du. Ich hab Wolfsfell. Ah, sogar das gute Arbeit. Hat ich nicht auch keiner Fell? Ja, hab ich doch, oder? Hab ich das jetzt, mir das nicht... Details. Oh, das ist Tiers. Kann ich nicht abgeben. Kann man hier noch irgendwas tun? Nee. Nee. Ich könnte noch mal Fleisch braten. Wenn ich gerade schon da bin und dran denke. Auch ohne Pfanne ein Genuss. Oder ohne Fleisch. Habt ihr Hunger, aber kein Geld Essen zu kaufen? Dann bratet doch einfach nichts zu gebratenem Fleisch. Einfach mal nichts nehmen, an euren Herd halten. Und zack, habt ihr gebratenes Fleisch. Aber die Frage ist, geht das an jedem Herd oder nur an so einem?
Womit denn? Das weiß ich auch nicht, womit. Denk dir was aus. Denk dir doch was aus. So. Als Blut auf dem Boden. Jetzt möchte ich aber nochmal, bevor ich irgendwas anderes mache, nach da oben gehen. Nach da oben gehen. Und bist du Wambo oder eine Stadtwache? Du bist Wambo. Du hast einen Namen. Existenzen mit einem Namen dürfen erstmal weiter existieren. Du hast aber keinen Namen. Ich möchte nicht in einer Welt leben voller Menschen ohne Namen. Möchte ja niemand. So. Erfolgreich die Stadtwache dezimiert. Niemand mag Stadtwachen. Noch irgendwas. Ja, ich muss mich nochmal heilen jetzt. Ich hätte mich auch. Ach, warum lege ich mich denn ins Bett? Ach, das ist. Ich denke schon, was sind das komische Geräusche, aber die kommen nicht aus dem Spiel. Die kommen nun wirklich nicht aus dem Spiel. Habe ich mein Mikrofon angeschaltet? Ich denke, ja. So, Vatras darf mich jetzt nochmal heilen. Ich weiß gar nicht, warum er sich Vatras, heil mich hey, mal. Du. Wer sagt denn sowas? Kannst du höre ich zum ersten Mal. So, spenden möchten wir nichts. Wer bin ich denn? Schrei von Reich oder was? Das höre ich zum ersten Mal. Ich kann jetzt zusammenschlagen, aber das kostet Geld. Ich kann das nicht glauben. Wirklich? Das ist ja interessant. Ich habe mir das schon gedacht. Ab zur Taverne. Gut, hier haben wir auch noch mal irgendwo Flüchtlinge. Irgendwann musste sie. Soll ich mal was anderes zu sagen? Nee, okay. Ich hab was anderes gehört. Dann halt nicht. Du bist doch nicht etwa gekommen, um uns zurück ins Gefängnis zu bringen, oder? Was willst du von mir? Er hat auf die falschen Leute gehört. Wo ist euer Anführer Morgarhardt? Ich will keinen Ärger. Geh zum Großbauern. Er wollte sich bei den Söldnern verstecken und jetzt lass mich in Ruhe. Vergiss es. Okay. Dann halt nicht. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Oder ist es warm? Ja, es ist wahrscheinlich eher kalt und feucht, aber Details. Es gibt hin und wieder vielleicht sogar was zu essen. So, dann gehen wir doch mal zu den Wassermagiern. Zu denen muss ich ja eh. Zu denen muss ich ja eh. Aus mehreren Gründen. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. Wer macht die überhaupt immer wieder zu? Ich meine, ich lasse die ja immer offen. Also muss ja irgendjemand, muss ja schon regelmäßig kommen, um die Tür zu machen. Ah, bestimmt der Tavernenwirt. Was war da überhaupt? Auch aus wie etwas, das man öffnen kann. Ich weiß halt auch noch wieder nicht wie. Hatte ich das schon mal geöffnet? Ging das wieder zu? Ich weiß es doch nicht. Woher soll ich denn das wissen? So, hier steht da alle so dumm aufgereiht. Hey! Hey! Hey, du! Kronos. Geht das hier noch nicht, oder was?
Wow, ich... Wow. Okay, das heißt, ich muss ins Addon. Oh, wow. Ich muss sogar ins Addon. Sonst geht das Spiel gar nicht weiter. Oh, wow. Egal, jetzt werde ich euch mal einen Klick zeigen. So. Wir machen jetzt die Musik, die wir nicht haben. Die machen wir jetzt nämlich aus. Und dann gehen wir da rein. Dann sehen wir diesen wunderschönen Ladebalken, den wir schon kennen. Und dann sehen wir das hier. Geil, man muss einfach nur die Musik, die ich nicht habe, ausmachen. Und schon läuft's. Easy. Bisschen dunkel hier. Aber das geht schon. Ich weiß auch nicht. Irgendwie war das drüben heller. Vielleicht bilde ich es auch noch ein. Habe wieder Wahnvorstellungen. Wieder. Als wir die irgendwann mal aufgehört hätten. Sagt die sprechende Topfblume im Topfpflanze in meinem Zimmer auch. Dass ich verrückt bin, aber was weiß eine dumme Topfpflanze schon. Lesen wir erstmal. Ah ja. Ist das eine Steintafel oder ist das tatsächlich ein Buch? Ah ja. Je länger ich lese, desto mehr fällt mir auf. Ich kann gar nicht lesen. Verrückt. Aha. Lesen nicht möglich, sicher. Eine alte Münze. Uff. Uff, uff, uff. Ab. Steinwächter, kriege ich die platt? Ja. Easy. Die haben aber nichts für mich, schade. Nicht mal mehr Steinwächter haben was. So, da haben wir einen Sockel. Womit denn? Wieso liegt denn da kein Fokus drauf? Aber richtig, weil das nicht Gotik 1 ist. Hm. Das sieht aber auch noch Portal aus. Ich weiß es gar nicht mehr, was hier alles Portal war. Es sieht auf jeden Fall eins wie eins der Portale aus, also diese Ankunftspunkte. So, mal kurz gucken, nicht, dass wir irgendwas wieder sehen. Vielleicht irgendwas zum Mitnehmen. Wahrscheinlich habe ich schon alles übersehen. Nee, das sieht nur. Aha. Wusste gleich, da liegt eine Steintafel. Was ist das für eine tolle Steintafel? Kann die was? Lebensenergie 3. Ja, geil. So lese es sie. Adanos sei Dank. Da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt.
Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja. Sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Warte mal. Easy. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Kann ich den überhaupt? Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Okay. Adanos. Warte mal kurz. Warte mal. Wegen der Reliquie. Ich denke, ich habe ja. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Adanos. Ja, wir haben nur fünf Tage danach explodiert alles. Nee, zum Glück nicht. Hallo, Kronos. Schön, dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Garaus gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Lass uns handeln. Hast du irgendwas mit dem Taifun? Nee, irgendwelche tollen Tränke? Nee, auch nicht. Du hast ja nichts. Na toll. So, du bist du. Bist nicht. Nee, du bist nicht Fabio. Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut.
Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt. Wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf, dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr, namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt,